Er hat sich dann entwickelt als ein echter Mäzen. Also seine Leidenschaft habe ich eigentlich nur in den letzten Jahren richtig kennengelernt, dass er eine große Sammlung hatte, das wusste man. Aber dass er selber so leidenschaftlich das zusammengestellt hat, das habe ich auch erst später erfahren und sehr bewundert, weil das ist ein Unikum, nicht, was der da zusammengekriegt hat. Josef Kreuzer hat eine sehr genaue Vorstellung, wie dieses Museum ausschauen sollte. Es sollte ein Euregio-Museum ab 1900 werden und er hat uns einen sehr, sehr klaren Auftrag mitgegeben als Land Südtirol. Wir werden einen ersten Schritt jetzt tun, aber ich denke, eines hätte er sich in erster Linie gewünscht, dass es ein lebendiges Haus der Kunst sein möge.